Howdy Leute, euer Miff Tucker hier und heute gibt es mal kein Bildvideo, sondern wir reden mal über den Mid-Season-Patch, der jetzt live gegangen ist. Und zwar gibt es da so ein paar Sachen, erstmal kleine Reminder und ein paar Sachen, die vielleicht interessant sind, wo manche Leute vielleicht nicht dran denken. Und zwar gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Wir gehen einmal hier über den PvE-Bonus, ja, also hier die PvE-Primärwaffen-Balance, die da gekommen ist, und zwar Automatikgewehre 25%, Impulsgewehre, Handfeuerwaffenpistole 20%, Scoutgewehre 10%. Aber nur gegen Feinde mit rotem und orangem Balken. Das heißt, es betrifft keine Champions, Bosse etc. pp. Trotzdem rüttelt das ganze Feld ein bisschen auf. Eine andere Sache, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, ist Scharfschützengewehre, und zwar Schnellfeuer-Scharfschützengewehre. Die Gesamtmunitionsmenge, Magazin plus Reserven, wurde um 30% erhöht, ja. Und das ruft jemanden hervor, oder besser gesagt eine Waffe, die sowieso schon eine sehr starke DPS-Option ist im Spezialslot, ist aber jetzt hier die Wolkenschlag, und zwar hat die jetzt gute 44 Schuss, wenn ihr euch Reserven auf die Brust packt. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche bei Raid-Bossen oder sowas, ihr packt euch vorne eine Brust rein mit Reserven, wechselt dann auf eure normale Brust und dann habt ihr das Ding hier mit 44 Schuss. Ja, und das Ding ist auf jeden Fall ein Biest, ja, nimmt eine Göttlichkeit dazu und dann könnt ihr da ordentlich drauf losholzen. Dazu kann man dann noch irgendwie Rockets nehmen oder. Gerade jetzt so für Großmeister-Sachen, wo dann unter Umständen die Munition von der Heavy ein bisschen schneller leer ist, habt ihr hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zusatz-DPS-Option, ja. Das auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Und dann gehen wir jetzt mal zu einem Großmeister-Sektor und da gucken wir uns mal ein paar Sachen an. So Leute, wir gehen jetzt gleich mal eben kurz in den Sektor und da zeige ich euch mal eben eine Perk-Kombination bzw. eine Exo-Waffen-Kombination, die extrem stark ist. Schon immer war, ich will euch das jetzt gar nicht als neu verkaufen. Diese Waffe hat natürlich aber jetzt nochmal zusätzlichen Boost bekommen, da sie jetzt noch Red-Bar-Gegner und Orangene-Bar-Gegner schneller wegmacht. Ja? Und zwar ist das hier die Dienstvergehen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Waffen ein, die meiner Meinung nach mit den größten Push bekommen haben. Ja? Das ist, wenn wir dieses Glückshose-Bild hier spielen, ja, was auf jeden Fall schon alt ist und ihr Champions damit unnormal wegschreddert mit einer Handcannon. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich gleich einmal in dem Sektor für die Leute, die das nicht kennen. Ja, sind natürlich dann die Exo-Handcannon Dienstvergehen und Scharlach. Sowas wie Peak Ass, also letztes Wort auch noch, funktioniert auch sehr gut. Sowas wie Peak Ass, Dorn eher nicht so. Die sind natürlich jetzt auch besser geworden im PvE. Allerdings denke ich, dass es auch für die legendären Handcannons, gerade für sowas wie Spitzenreiter, wird es nicht reichen. Dafür ist das einfach zu wenig, weil Handcannons immer noch im Vergleich, Relation, Nachladetempo etc. pp. Also wie viele Ads ihr damit am Stück killen könnt, das ist im Vergleich zu einer MP oder zu einem Automatikgewehr, die meistens viel, viel schneller. Also ihr müsstet unbedingt eine Nachladeperk haben auf einer Handcannon. Und das ist am meisten schon ein bisschen ätzend. Und von daher denke ich nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise sich da jetzt durchsetzen werden. Aber gerade Scharlach oder Letzte Wort oder, was habe ich gerade gesagt, Dienstvergehen, extrem gut für dieses Bild. Gehen wir gleich darauf ein. Bei den Impulsgewehren, die ja auch diesen 20%igen Buff bekommen haben, perfektionierter Ausbruch. Schon immer ein super Ding gewesen, jetzt einfach noch besser. Ja, die Naniten haben den Buff auch bekommen von 20%, ja. Deswegen extrem stark. Schlechtes Karma für die Superbuilds kann man natürlich auch spielen. Bei den Pistolen, sowas wie Auserwählte des Reisenden, jetzt für die Ability-Builds, kann man auch in vielen Sachen jetzt sehr, sehr gut spielen, könnte man auch vorher gut spielen, aber jetzt gibt es nochmal zusätzlich mehr Ad-Clear, das heißt, wir haben schneller unsere Stacks voll, können natürlich auch schneller unsere Fähigkeiten zurückholen. Wegbereiter, auch eine super Spezi-Waffe, die eigentlich schon fast wie eine Sniper hittet, von daher auch sehr, sehr gut. Und meiner Meinung nach, was am meisten davon profitiert hat, ist letzte Warnung. Das Ding hat vorher schon alles weggeschreddert, also auch Champions, ihr wisst es, ich habe das schon die Season schon öfter mal gezeigt. Eine sehr, sehr starke Pistole und die hat natürlich jetzt nochmal 20% gegen Red Bars und gegen Major bekommen. Das heißt, die rasiert einfach durch alles durch, ja. Extrem, extrem gut. Im Energieslot, was haben wir da? Da haben wir eigentlich nicht allzu viel. Ja, Iriana hat den Buff auch bekommen, aber gegen Champions ändert sich es nicht. Das heißt, mit Iriana habt ihr Major und Red Bar sowieso schon immer übelst weggemacht. Das heißt, die profitiert da jetzt nicht wirklich von Sunshot, ja, also Sonnenschuss nochmal extrem gut wegen AdClear. Die war schon immer gut, die ist jetzt nochmal besser, ist auch eine meiner Lieblings-Handcannons, gerade so was AdClear angeht.
Die hat natürlich jetzt nochmal einen guten Boost bekommen. Die ganzen Scout-Gewehre mit 10%, ja, das ändert jetzt nicht allzu viel meiner Meinung nach. Und unbefugter, ja, eine Arkus-Pistole, die extrem stark ist. Wie gesagt, Wolkenschlag hat extrem profitiert dadurch, dass sie jetzt halt mehr Munition mithaben kann. Und ja, das war es eigentlich. Ich gehe jetzt gar nicht mal so auf die legendären Sachen ein. Wir können uns gleich an der Schmiede noch mal eben was angucken, auch wegen dem Automatikgewehr aus dem Raid und sowas. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einmal ganz kurz in den Großmeistersektor und ich zeige einmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert mit Lucky Pens und der Dienstvergehen, wie er das Ganze macht. Ja, also unser Exo-Glückshose, da ist es so, wenn wir eine vollgeladene Handfeuerwaffe bereit machen. Das heißt, wenn wir zu dieser Waffe wechseln, muss sie voll geladen sein vorher. Die Kinetikschaden macht oder den gleichen Schaden, den wir auch im Fokus haben. Ja, also wenn wir zum Beispiel eine leere Handcannon spielen würden und leere Fokus spielen würden, würde das Ganze auch funktionieren. Wir machen mal eben kurz die Red Bars da weg. Ja, jetzt ist er leider schon gestunt worden, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, dann ist es so, wenn wir dann dazu wechseln, erhöht für kurze Zeit jeder Treffer gegen einen Kämpfer aus dieser Handfeuerwaffe den Schaden des nächsten Schusses. Ja, also es wird immer, immer mehr. So, Handfeuerwaffen sind schneller bereit und so weiter, ist egal. Jetzt ist es so, ihr müsst halt vorher auf einer anderen Waffe sein, ja, wie ich jetzt zum Beispiel. Ihr müsst wissen, dass eure Handcannon nachgeladen ist. Und dann wechselt ihr auf die Handcannon, dann habt ihr links dieses illegal gemoddete Holz da. Und ihr seht schon, wie ich diesen Champion damit einfach weghaue. Ja, es ist Großmeister, also 1840. Ihr seht, ich habe den damit einfach aus dem Leben geholt. Wie gesagt, das war vorher schon so, das hat sich nicht geändert. Wir haben nur natürlich jetzt eine Waffe hier, die gegen Besessene nochmal extra Schaden macht und die jetzt auch einfach gegen Red Bar Gegner und gegen auch Orangene, also gegen Major, gerade da, das ist besonders gut. Ja, nochmal 20% mehr gegen Major, weil die sind gerade auf Spitzenreiter und sowas. Sind die teilweise auch schon sehr zäh, so Ritter und so. Extrem gut. Ich werde in Twitch-Streams jetzt auch mal öfter dieses Bild spielen, damit wir das auch nochmal ausgiebiger testen können in Spitzenreitern. Ich habe es in vergangenen Seasons schon mal gespielt, aber jetzt ist das natürlich sehr gut. So, jetzt seht ihr, ich habe die nachgeladen und gegen Barriers würde ich das jetzt folgendermaßen machen. Ein bisschen mit der Heavy runterschießen, dann aufschießen hier jetzt mit unserem Impuls. Und dann haut ihr einfach drauf, ja. Und dann seht ihr schon, wir hauen auch diesen Barrier-Champ hier auf Großmeister einfach weg. Wir brauchen keine Heavy-Munition, wir brauchen nichts dafür. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal eben zur Schmiede, beziehungsweise wir gehen mal eben auf Nessus in den Sektor und gucken uns mal eben ganz kurz was an wegen Automatikgewehren. So, bevor wir jetzt reingehen und mal eben bei Coral gucken und ich euch mal eben hier das Automatikgewehr aus dem Raid zeige, welche Perk-Kombination ich da wirklich extrem stark finde. Was ich gerade noch vergessen habe, natürlich, wie gesagt, Quecksilbersturm hat den Buff bekommen, ja, aber das haben halt nicht alle, weil es halt Vorbesteller-Exo war. Revision 0, ja, hier das Impulsgewehr, auch ganz wichtig. Das habe ich gerade vergessen. Ja, da hat der Sniper-Schuss, glaube ich, 75% mehr Damage nochmal bekommen. Und generell hat die auch nochmal 25% oben drauf bekommen. Also das auch sehr, sehr stark, gerade diese Season, wo wir Antibarriere-Impuls haben im Artefakt. So, ich zeige euch jetzt mal eben meiner Meinung nach das aktuell beste Automatikgewehr und die beste Perk-Kombination dafür. Also das ist halt meine Meinung. Damit kann natürlich jeder anderer Meinung sein oder ihr könnt die auch anders bauen. Die hat schon einiges an Perks zur Auswahl, die wirklich gut sind, aber ich finde diese Kombination wirklich extrem stark. Wir gucken uns das jetzt gleich mal eben bei Coral an. Vor allem, die hat eine extreme Range, die strahlt einfach nur. Also das ist wirklich, klar, auf Konsole ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber auch da wird es nicht allzu wild sein. Wir machen mal eben hier so ein bisschen Kleinvieh weg und dann gucken wir gleich mal eben. Runde wegmachen. Dann hoffen wir mal eben, dass der Kleine hier gleich hochkommt zu uns. So. Kleinvieh weg. Und dann zeige ich euch jetzt mal eben diese Perk-Kombination und meiner Meinung nach ist das komplett broken, ja. Also, was ich hier drauf habe, ist verbesserte Rückspulgeschosse mit Zielanvisieren. Und jetzt guckt euch einfach mal an, was eine Primary gegen den hier macht. Da war noch ein kleiner, glaube ich. Ja, nee. So, dann halten wir mal drauf. Hoffentlich bleibt das stillstehen. Ja, und wir sehen schon, über die Hälfte haut er dem einfach mit einer Primary weg. Also das ist meiner Meinung nach die Perk-Kombination, die ist so extrem stark.
gerade auf Zielen, die mehr Leben haben, richtig, richtig gut. Ja. Das kann ich euch nur empfehlen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der neue Raid jetzt so schwierig ist. Also ja, ich weiß, nicht jeder hat ein Raid-Team. Aber guckt einfach so sonst bei Streamern vorbei, geht irgendwie Helplines mit, benutzt die Destiny 2 App. Könnt bei mir auf den Discord kommen, da sind auch immer mal Leute, die irgendwelche Leute mit in den Raid nehmen. Ich habe da aktuell nicht so wirklich Zeit für, aber da solltet ihr irgendwann hinkriegen. Und ihr habt einmal die Woche habt ihr eine garantierte Red Border, also das heißt, ihr bräuchtet dann 5 Wochen, wenn ihr gar nichts droppen würdet, um das gute Stück craften zu können. Die lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach, extrem starkes Dingen. Und wir können mal einmal ganz kurz drauf eingehen, hier auf den Perkpool von der. Was sie halt noch hätte, anstatt Rückspulgeschosse, Demolierer auch sehr gut für die Granatenbuilds, Faustkämpfer für Midi-Builds, ihr könntet auch Wiederaufbau nehmen, ja. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und im letzten Slot statt Ziel anvisieren. Wobei ich da wirklich sagen muss, Leute, Ziel anvisieren ist ein Perk. Mir ist das bewusst, wenn ihr normalen Content spielt, normale Sektoren, normale Playlist-Aktivitäten, dass dieser Perk da nicht glänzt, sondern der glänzt meiner Meinung nach im Endgame, wenn die Gegner wirklich mehr Leben haben, dann kommt der so richtig in Fahrt. Und das verbesserte Ziel anvisieren sind, glaube ich, sogar 45% statt 40%. Ja, lasst mich mal eben gucken. Damage Buff, genau. Es sind 45%, wenn ihr das verbessert habt, statt 40 wie bei dem normalen. Und das stackt auch schneller hoch. Raserei sind halt nur 15%. Klar, ist einfacher zu triggern und öfter aktiv, in Anführungszeichen. Aber ist meiner Meinung nach diese 30%, die wir hier mehr haben, gerade in Spitzenreitern und so weiter, wo Gegner mehr Leben haben, absolut Gold wert. Sonst hätten wir noch Schlüpfling. Ja, für die Strangbuilds ist natürlich auch eine Option. Aber ich finde wirklich, also generell Rückspurgeschosse, DPS-technisch sowieso besser als Wiederaufbau. Und gerade in Kombination mit Zielanvisieren, ihr habt es gerade gesehen, was ihr mit einer Primary da anrichten könnt. Super starkes Ding. So, ich will mich jetzt auch nicht weiter verlabern. Wie gesagt, probiert die Sachen aus, holt die alten Automatikgewehre raus, sowas wie Magenknurren und so weiter. Ja, ihr habt hier, es gibt viele, viele Optionen. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt das Beste und das ist das Beste. Hier süßer Schmerz und sowas könnt ihr auch craften. Das sind alles gute Sachen, probiert die aus. Manche Sachen gibt es leider nicht mehr, sowas wie die Magenknurren, sowas wie die Chromatinrausch. Wo ist sie? Die ist hier sicherlich auch irgendwo bei. Ja, hier die Chromatinrausch, auch ein sehr, sehr gutes Ding im Kinetik-Slot. Probiert euch da wirklich einfach aus. Ja, auch Monte Carlo für die Leute, die das immer gespielt haben für Melee-Builds oder sowas, auch die hat den Buff bekommen. Es ist auf jeden Fall so, ich will nicht sagen, der Meta-Switch ist jetzt absolut, also dass jetzt keiner mehr MP spielt und alle nur noch Automatikgewehre. MPs werden immer noch im meisten Content dominieren, weil sie einfach in einem super Spot sind. Aber zumindest habt ihr jetzt auch die Option, mal andere Sachen zu spielen. Und gerade sowas wie Impulsgewehre hat sich in Spitzenreiter immer extrem träge angefühlt, weil die Time to Kill da doch ziemlich mau war im Vergleich zu einer MP oder sowas. Klar, auf Range hat man dann den Vorteil gespürt, aber ja. So, da ich denke, das war es jetzt auch. Wir haben genug gelabert. Probiert euch aus, holt die Sachen aus dem Tresor, gerade die alten, die Leute, die immer so ein bisschen gehortet haben, so wie ich, die holen dann mal wieder die Magenknochen oder sowas raus. Die ist ja diese Season gerade besonders gut, wegen dem Artefakt, was auf leere Waffen spezialisiert ist. Und ja, das war's von mir, Leute. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!